Hey, was geht? Ich freue mich, wieder hier im Fernseher zu sein. Ich habe ein Video gesehen von einer Frau, die mit Tieren reden kann. Also wie so ein Pferdeflüsterer, aber die kann mit alles. Also Schweine, Ochsen. Also die macht das als Job. Das ist kein Hobby. Die läuft jetzt nicht den ganzen Tag rum und labert Tiere an. So, hey, Ziege, was geht? Also die hilft Menschen, Probleme mit Tieren zu lösen. Also die ist eigentlich ein Dolmetscher von Tiersprache auf Englisch. Wenn du kein Englisch kannst, brauchst du noch einen Dolmetscher. Und die erklärt in dem Video ihre Technik, die stellt sich ein Bild vor und dann schickt sie das dem Tier. Und ich habe in meiner Wohnung Mäuse. Also die sind einfach gekommen. Ich habe die nicht gekauft. Und naja, die bringen halt so eine distanzierte Energie in die Wohnung. Fast wie so eine Zweck-WG. Also habe ich gedacht, kann ich diese Technik vielleicht anwenden, um mit den Mäusen zu reden. Und dann habe ich so eine Maus gesehen. Und dann habe ich mir so vorgestellt, wie wir auf der Couch zusammen chillen und uns so ein Stück Käse teilen oder so. Und sobald ich das Bild fertig hatte und bereit war, so zu versenden, dann war die Maus schon weg, weil die sind voll schnell. Die Frau hat nur mit Tieren geredet, die nicht weggerannt sind. Aber ich würde voll gern mit der Maus mal sprechen, weil es gibt echt einiges zu klären über unser Wohnverhältnis. Die könnte zum Beispiel mal aufhören, meine Butter zu zerkratzen. Und ich finde auch, die könnte etwas zur Miete beitragen. Ein paar Nüsse oder so, weißt du? Es geht mir nicht ums Geld, es geht mir ums Prinzip. Ich würde gern mit Käfern sprechen, weil was geht denn bei denen ab? Habt ihr Käfer schon mal beobachtet? Ich gehe aufs Blatt. Ich komme wieder runter vom Blatt. Ich gehe wieder aufs Blatt. Wie kriegen die denn gleichzeitig ihr Leben auf die Reihe? Stellt ihr vor, man müsste so zur Arbeit gehen. Ich gehe aus dem Haus. Ich gehe die Treppe runter. Ich gehe die Treppe wieder hoch. Nee, warte mal. Ich gehe die Treppe wieder runter. Ich weiß nicht, ob Tiere sprechen können. Hunde zum Beispiel, die lernen sich ja kennen, dadurch, dass sie sich gegenseitig am Arsch schnüffeln. Wenn ich Leute durch ihr Arschloch kennenlernen würde, würde ich, glaube ich, die wenigsten mögen. Mich würde mal interessieren, was für eine Information da weitergegeben wird, von Arschloch zu Nase. Hobbys? So gesehen wäre das so, wenn die so in der Straße so rumkacken und pinkeln, das ist wie so das Facebook für Hunde. Weißt du, und dann gehen sie so rum und schnüffeln hier, schnüffeln da und dann wissen sie Bescheid, was abgeht im sozialen Netzwerk. Und wenn sie was liken, dann pinkeln sie nochmal drauf. Ich muss jetzt nach Hause zu meinen Mäusen. Vielen Dank.